Wir könnten mit dem IC eine Situation anstacheln, vielleicht. Oder ne, ich gebe den einfach, ich geb den einfach einen Bann. Oder wir provozieren richtig krass und dann bannst du aber ihn, obwohl er eigentlich im Recht ist. Und ich raste, ich bringe richtig zum Ausrasten zu IC, ich beleidige ihn und so, aber zu IC und dann Soll ich tötet er mich zuschauen? und dann bannst du ihn wegen Dämon oder so, ja, kannst du ja machen. Und dann bannst du ihn weg, dann wird der Safe richtig ausrasten im Support, dass du den Falschen gebannt hast und so. Ja, okay. Okay, dann gehen wir da Okay, hin dann jetzt, treffen Reaper, und wir machen wir jetzt uns. Ich Randale. war vielleicht bloß mal ganz kurz Okay. drauf, so überall war ich mal so drauf, ist ja Kommt vielleicht auch verständlich. Reaper. Der ist ja schnell wieder blitzt. Ey, Ja, was macht hallo? ihr hier? Was machen wir hier reden? Ja, warum redet ihr so laut? Redet doch mal leiser jetzt, ihr Krankenhaus. Hä? Wir schreien doch gar nicht. Ja, ihr Was denn schreit hier hier? rum und ihr schlagt hier um euch die ganze Zeit. Was geht ab mit Gar euch? nicht. Ja, vor allem du mit der Maske hier. Welcher mit der Maske? Es sind zwei Ja, mit der du Maske. natürlich hier, den ich gerade schlage, du. Aua, warum? Schlägt er mir Ja, jetzt, was ist sagt falsch er. mit dir? Warum beleidigst du dann? So, pass mal auf, Herr Predi. Ey, hör du mal auf zu reden jetzt hier. Nur weil dein PD bist, denkst du, dass du alles machen Alter, komm sehr kannst. leise. Aua, warum krieg ich den Schlag? Hallo, warum Ruhe krieg ich den Schlag jetzt ab? jetzt. Okay, okay. Alter, was los mit dem Spinner? Ey, Einmal stehen stehen. bleiben, du Spinner hier, ja? Okay. Was ist falsch mit dir? Wird doch mal stehen jetzt. Ey, warum schießt du jetzt? Der hat mich einmal getroffen. Ey, Fepa, der hat, glaube ich, Cheats an der Hand. Ich glaube schon, und der hat auch wirklich erdärmt. Der hat Cheats an, der hat mir einen Kopfschuss gegeben, random. Ernsthaft? Ja, ich habe direkt einen Kopfschuss bekommen. Erster Schuss habe ich direkt einen Kopfschuss Oh. bekommen. Der hat dich im Noclip getroffen, oder was? Ich war über dem, über dir. Ja, schon Kumpel fast, woanders. Digga. So, Jan, bannen wir jetzt. Bann, Perma, RP, Flucht. Schreibe ich einfach. Perma-Bann. Guten Tag. Herzlich willkommen im Support, wie kann ich dir weiterhelfen? Ja, ich wurde gerade gebannt. Wegen irgendwie RP-Flucht. RP-Flucht, wie heißt du? Wie heißt die IC? IC, Jan Black. Jan, ah, okay. Ich hab dich gebannt. Warum? Wegen RP-Flucht. Was heißt jetzt RP-Flucht? Du hattest eine Situation im PD und bist einfach weggefahren. Ja, in der Situation. Ja, ich muss doch mein Leben schützen, denn in dem Moment. Weil er schlägt mich ja. Ein PD ist einfach auf mich zugekommen, schlägt mich einfach ohne Grund. Einfach so, weil ich habe mich mit einem Dings unterhalten. Hör mal Ja. zu. Wir senken hier die Stimme, ja? Im Support wird nicht so laut geredet. Hast du mich Jo, verstanden? sorry, sorry. Ja. So. Ich habe mir die Situation angeguckt. Ich war im No-Clip dabei, hab das Ganze Ja. mitverfolgt. Und Leben schützen, das ist das PD. Beim PD gibt es kein Leben schützen. Die Regel fällt außer Kraft bei PDler. Das müsstest du eigentlich Ja. wissen. Okay, ja. Weil das PD dafür zuständig ist, dass du beschützt wirst. Deswegen war Ja, aber wie das. gesagt, er hat mich ja geschlagen. Durchgehend dreimal und ich war fast tot. Hätte er mich jetzt noch einmal geschlagen, wäre ich tot. Ja, dann musst du dich schlagen lassen. Das ist dann die Situation. Du kannst ja nicht Ah, okay. Und einfach. wenn er mich dann quasi umbringt, dann kann ich dann, also quasi tötet, dann kann ich dann gegen ihn angehen, oder wie? Er hätte dich wahrscheinlich gar nicht ohnmächtig geschlagen. Aber wenn er es vorgehabt hätte oder es gemacht hätte, dann musst du Ja. es zulassen, weil das PD hat. Das ist das PD. Okay, ja. Aber du bist ins Auto eingestiegen und hast versucht abzuhauen. Also du bist sogar abgehauen tatsächlich und hast die RP-Situation komplett ruiniert und hast RP-Flucht begangen. Ja, aber es wurde doch eher aufgelöst. Da wurde gar nichts aufgelöst. Doch, das wurde aufgelöst. Es wurde nicht aufgelöst. Und ob? Ich Ist habe das doch mit etwa ihm ein gerade Widerwort gesprochen. gegenüber einem Können Sie mal Supporter? bitte JP Zock hoch runterholen? Ist Der das gehört ein zu mir. Widerwort Das war der gegenüber einem Fahrer. Supporter oder was ist hier los? GmbH hat mir doch selber gesagt, die Situation wurde aufgelöst. Es wurde gar nichts aufgelöst, okay? Fragen Sie mal bitte Ihre anderen, weil wie gesagt, Okay, er hat gerade gesagt, wer soll behauptet haben, dass es GmbH. GmbH? GmbH hat gerade Ein behauptet, anderer dass die Supporter? Situation aufgehört. Würde? Ist das ein anderer Supporter? Wir, nee, aber der hat gesagt, die Situation wurde aufgelöst, weil er war dann wieder weg. Wer hat das Und behauptet? alle GmbH hat, wie gesagt, zu mir gesagt, wurde aufgelöst. Wer ist denn GmbH? Dein Freund? Nein, GmbH ist eigentlich Feind, aber wie gesagt, wir standen da bloß zum Reden. Ist das ein Supporter? GmbH? Nein. Ja. GmbH ist eine Fraktion. Was soll dann hier. Dann macht das doch gar keinen Sinn. Seit wann können außerhalb des Ach Supports so, ach nur. so, ja, stopp. Es waren ja zwei Fraktionen da. Drittpartei quasi hat die Polizei gemacht. Wie gesagt, Dings und ich, wir standen da. Hat. Es gibt keine Drittpartei bei Polizisten. Ach so, aber bei uns wurde letztes Mal beschwert, weil unser Auto wurde quasi gestohlen. Wir haben die Polizei Bescheid gesagt. Nicht von uns. Von einem Kumpel von mir. Der war quasi noch nicht bei uns drin in der Familie. Und da habe ich den Cops Bescheid gesagt, jo, hier, das Auto wurde geklaut. Aber und dann kam Admin, also quasi ein Engel, und hat Bescheid gesagt, jo, jo, Jungs, hier, Drittpartei. Ja, du musst aber viel. Das spielt immer eine Rolle, aus welcher Perspektive man das sieht. Es gibt immer wichtige Faktoren, die in einer RP-Situation eine Rolle spielen.
Ob es eine Fraktion Ah, ist, die okay, ist selber ja. finanziert oder nicht, das hat immer eine Rolle in dem ganzen Fall. Ja, okay, ja. Nee, aber könnten Sie mal bitte den JP Zock gerade hochholen, weil der ist ja gerade bei dem anderen. Ich Der gehört zu brauche hier mir. keine anderen Leute hochzuholen. Das Ding ist durch, RP-Flucht, das ist ein massives Fail-RP und sowas tolerieren wir auf diesem Server nicht. Hast du schon mal im Server, hast du den Server schon mal finanziell unterstützt? Nein. Dann kann ich für dich auch leider kein gutes Ach so, Wort dann hätte reden. man Vorteile. Ich sag mal so, keine Vorteile, hier wird keiner bevorzugt, aber es kann schon mal sein, dass man da ein bisschen gnädiger ist, wenn der Server finanziert wird. Aber bei dir in der Liste sehe ich gerade, da ist nicht, deswegen ist das Ding hier auch vorbei. Das Ding ist durch. Auf diesem Server wirst du keinen Ja, wie Platz mehr finden. gesagt, GmbH hat mir Bescheid gesagt, Es ist mir egal, die was Dings von GmbH sagt, aufgelöst. du wirst aus dem Projekt ausgeschlossen. Perfekt, viel Spaß bei mehreren Leuten verlieren. Viel Spaß. Warte, warte! Nee, ich mache da jetzt gar keinen Spaß mehr, weil wie gesagt, die Dings wurde aufgelöst und ich werde jetzt trotzdem dadurch angekackt, weil die Dings aufgelöst wird und ich bin jetzt der Dumme. Verstehe ich nicht. Will ich nicht und werde ich auch nie wieder tun. Wenn du eine finanzielle, wenn du finanziell den Server unterstützt, dann könnte ich davon wegsehen. Ach so. Dann könnte man ein Auge zudrücken. Das darf doch Theo auch nicht sein. Alle müssen gleichberechtigt werden. Alle müssen gleichberechtigt werden. Auch die, die nicht für den Staat hier Hör mal mal zu, mitfinanzieren. dieser Server, der finanziert sich nicht von Staat. selber. Der Server Ja, aber finanziert, trotzdem. der finanziert, weißt du, wie viel Ausgaben wir im Monat haben? Das sind fast 1000 Euro, die wir für den Server ausgeben. Wenn du bereit bist, dafür was auszugeben, dann drücke ich ein Auge zu. Wahrscheinlich werde ich hier jetzt kein Geld ausgeben. Ich wäre dumm, wenn ich das machen würde. Ich könnte dafür ein Importauto bieten. Nee, da lehne ich ab. Weil, wie gesagt, die Situation wurde aufgelöst. Ich bin jetzt trotzdem der G***te. Ich werde den Typen auch mit von GmbH, werde ich auch anschreiben, Okay, dann ist dass das. er euch Du schreist kontaktieren hier soll. mich Und an, dann, ja? Hast du mich gehört? Du senkst ich dein. habe gerade nicht geschrien. Ich habe gerade nicht geschrien. Ich habe Du normal senkst geredet deinen mit Ton, ihm. ja? Hast du mich gehört? Kann ich bitte einen anderen Support haben? Danke. Du wirst keinen anderen Supporter bekommen. Du hast den Support mit mir, ja? Ich bin die stellvertretende Projektleitung. Jetzt hören wir mal ganz genau zu. Du hast RP-Flucht begangen. Das ist massiver Regelbruch. Und du finanzierst auch nicht den Server. Was soll ich mit dir? Sag's mir. Was soll ich mit dir? Gib mir einen guten Grund, warum ich dich nicht bannen sollte. Wie gesagt, die Situation wurde aufgelöst. Gib mir einen guten Grund, warum ich dich nicht bannen sollte. Weder finanziell bringst du den Könnten Sie Server jetzt bitte was. den JP-Zock bitte runterholen, bitte? Wer soll das denn sein? Das ist mein Kollege. Okay. Ja, grüß dich. Nee, hallo? JP-Zock? Ja. Ja, Ach, der GmbH hat gerade. so kleine Kinderstimmen, die kann ich mir gerade gar nicht geben, Alter. Lassen wir das mal direkt. So, du wirst aus dem Projekt ausgeschlossen. Finanziell willst du den Server ja auch nicht unterstützen. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf einem anderen Server. Hier ist das Ding zu Naja, viel Ende. Spaß bei keinem Spieler mehr. Perfekt. Bist du sicher? Ich bin mir sehr, sehr sicher. Willst du permagebannt werden? Warum bist du so frech? Ich bin permagebannt. Was soll ich machen? Soll ich dich in Discord auch nochmal permanen? Du armer Schlucker, hast du schon mal 10 Euro, um den Server zu finanzieren? Schämst du dich nicht? Warum soll ich denn für einen Server 10 Euro finanzieren? Mindestens 10 Euro, Alter. Es gibt Leute, die geben 200 Euro aus. Schämst du dich nicht, hier nicht mal 10 auszugeben? Schämst du dich nicht? Nein, warum sollte ich mich schämen? Alter, du bist ja. Also mit so armen Schluckern können Ich wir eh gebe nichts für andere anfangen. Sachen lieber Geld aus. Mit so armen Schlucken können wir nichts anfangen. Wir brauchen Leute, die Geld haben. Deswegen denke, ist das auch besser so, dass du jetzt den Server jetzt verlassen solltest, oder? Wer ist ein Server? Unseren Server. Von wo? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich meine jetzt von wo? Von Discord oder von. Beides. Nee, könnte ich mal bitte mit den. Könnte ich bitte einen anderen Support haben, bitte? Ich kann den Feber holen, wenn du möchtest. Ja, holen Sie den mal bitte. Feber? Ja, hallo. Feber, ich habe Ja, hier ich einen bin da. Kandidaten. Ich habe dir die Situation, glaube ich, eben schon geschildert. Er hat die RP-Flucht begangen. Die Situation war, glaube ich, sogar tatsächlich mit dir. Er wollte unbedingt darauf bestanden, dass du mit dabei bist im Support. Ich habe ihm jetzt gesagt, dass er aus dem Projekt ausgeschlossen wird. Und ich habe ihm auch deutlich verdeutlicht, dass seitens seiner aus keine finanziellen Sachen rüber gekommen sind, was unseren Server unterstützt. Deswegen wir auch ihn dementsprechend bei ihm auch kein Auge zudrücken können. Er wollte das jetzt Ja, hier genau. nicht wahrhaben und er wollte mit dir mal reden. Ja, gut, komm mal los. Jo, hi, grüß dich. Wie gesagt, also GmbH hat mir auf jeden Fall gesagt, dass die Situation aufgehoben wurde. Stimmt Aha. das, Feber? Was für eine Situation wurde aufgehoben? Gerade am PD, Zwischen uns beiden. dass die Cops einfach drauf auf uns so draufgeschlagen haben. Wurde aufgelöst, wurde mir Weiß ich gesagt. nichts von jetzt. Ich weiß nur, dass du abgehauen bist. Ja. Im Auto. Aber ich war auch fast tot, deswegen. Das war RP-Flucht. Ich kann mich ja nicht einfach töten lassen. Ich habe ihm eben bereits schon mal gesagt, dass bei PD ein Leben nicht geschützt nicht gibt, weil das PD dafür zuständig ist, Ja, die das kann Leben ich zu ja nicht beschützen. wissen. Das kann Das ich doch musst du nicht aber wissen. wissen, das steht im Regelwerk. Das steht im, hast du das Regelwerk etwa nicht gelesen? Das Regelwerk also nicht gelesen. Das wird natürlich. Feber, er hat das Regelwerk anscheinend auch gar nicht gelesen. Wie ist er denn auf den Server gekommen? Das frage ich mich auch. Hast du dich durch die Einreise durchgepackt?
Oder? Nein, Ich ich glaube, das wurde sollte man mal draußen gelassen. prüfen. Ich glaube, der. Also auf TikTok ist quasi einer, der lässt alle durch. Aber du Hat er sagst mal gemacht. gerade, das mit PD wüsstest du nicht, aber das steht im Regelwerk. Das Regelwerk habe ich mir noch nicht durchgelesen, weil Ja, ich da haben kenne wir es eigentlich, doch, da haben also wir es doch. auf sehr vielen anderen Staaten ist das auch so, dass quasi vor allem, also bei den meisten, so wo ich jetzt auf jeden Fall drauf war, dass da sich überall jeder selbst schützen muss. Auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Mann in einem Frack ist, auch vor den Cops und so, weil, wissen Sie. Und dadurch, ja, deswegen. Ne, bei PD gilt das nicht. Bei PD ist die Ja. Regel anders, da das PD ja dafür zuständig ist, die Leben und Na, wie Vertrauen zu gesagt, dann schützen. entschuldige ich mich nochmal an der Stelle. Ja, dann die Entschuldigung nehmen wir gerne an, wenn da finanziell seitens deiner Haus irgendwas in unsere Richtung rüberkommt, dann könnten wir darüber hinwegschauen. Oder was sagst du dazu, Faber? Ah, Faber, Geld ist keine Also, Lösung. Geld ist keine ja, Lösung. du, Ja. ey, wenn der Projektleiter redet, hast du leise zu sein. Faber, ja, was sagst du? Also das Problem ist halt, wir können halt schlecht Auge zudrücken bei Leuten, die nichts donated haben, ne? Also an dich jetzt gerichtet. Mit Karma. Ja, aber wie gesagt, halt Geld ist keine Lösung. Man kann auch nicht von einem Spieler verlangen, wenn er unbedingt wieder Ja, auf den Server verlangen wir möchte, auch dass er nicht. bezahlen. Ja, aber Aber sagt die es, gerade so, ja, weißt wir du? können halt kein Auge zudrücken bei Leuten, die uns jetzt nicht unterstützen, ne? Weil. Wir können auch gerne die Situation wiederholen, denn es ist ja quasi so als eine Wiederholung, weißt du? Weil das machen manche ja Ich, auch. Da warte mal, kommt warte man mal, in ein warte. Gespräch und so, Ich und dann kann man das ja wiederholen. glaube, der Kollege ist schwer vom Begriff. Ohne Geld läuft hier nichts mehr. Das Ding ist hier zu ohne Geld. Es muss hier eine Summe fließen, bevor hier überhaupt du noch Platz auf diesem Server findest. Mindestens 10 Euro. Das ist wirklich mein letztes Angebot. Ich bin gerade pleite. Wenn Sie mir da Zeit auf jeden Fall bis zum nächsten Monat geben, dann kann ich Ihnen das auf jeden Fall geben. Wie viel Zeit brauchst du? Weiß ich nicht, kann ich dir ehrlich gerade nicht sagen. Wie alt bist du denn? Arbeitest Ich bin du? gerade, nee, gerade nicht. Ich bin gerade auf der kompletten Suche. Ich finde gerade nichts, weil, wie gesagt, Ausbildung beginnt ja erst irgendwie am 8. oder so. Was wollt ihr denn haben? PaySafeCard oder so? Oder geht das auch? Ich würde sagen, also wenn du es jetzt sofort bezahlst, 10 Euro. Ansonsten, wenn du es erst einen Monat oder so bezahlst, dann wird es natürlich dementsprechend mehr kosten, ne? Wo soll ich was bezahlen? Wann kannst du bezahlen? Ich versuche, ob ich's kann. Ich brauche ein Datum. Ja, wie gesagt, ich kann es ja jetzt versuchen zu bezahlen. Wohin? Jetzt, morgen, spätestens morgen um 14 Uhr will ich die PaySafeCard 10 Euro haben. Kann ich mich drauf verlassen? Na, habt ihr PayPal? Paper, kannst du es jetzt sofort überweisen? Ich versuch's. Wenn du mir Dingsname gibst und so. Paper? Jawohl, ja, hallo? Kannst du dem deine E-Mail schicken, dass er 10 Euro rüberschickt? Ja, klar. So, Fepa wird dir jetzt die E-Mail zukommen lassen und dann möchte ich, Ja. sobald 10 Euro reingeflossen ist, wirst du wieder entbannt, ja? Motto. Zack, zack. Geschickt. Ja, hab ich gerade gesehen. Schon kopiert. Fepa, sag mir Bescheid, wenn die 10 Euro drauf sind. Ja, schau ich mal. Empfänger. Schick mir am besten für die Rechnungsbelege davon eine Screenshot, dann kann ich ihn Wird entbannen. gemacht. Für Familie und Freunde, ne, dass das da Ja, jetzt da natürlich, jetzt direkt kommt, natürlich. ne? Ja, Natürlich, damit wir das schön auch da keine Steuern bezahlen müssen. Ist ja wohl logisch, oder? genau. Ansonsten ist das alles ja richtig voll für den Arsch. Schreib am besten auch in Verwendungszweck bitte rein. Ich muss jetzt mal. Als Geschenk hätte ich jetzt reingeschrieben. Ja, schreib als Geschenk. Bitte nicht den Verwendungszweck reinschreiben, was es ursprünglich ist, weil wir sonst da mit dem Finanzamt vielleicht Probleme bekommen könnten, ja? Das kommt das da. Ich muss das jetzt über Handy machen, weil es über PC irgendwie nicht geht. Der findet irgendwie meine Dings nicht, meine Kontonummer. Richtig weird. Wir haben ja nicht die ganze Tagzeit. Wir haben noch andere Donator, die im Support warten. Das muss ein bisschen schneller gehen. Ja. Oder Fipper, wie viel haben wir da in der Liste? Wie viel wollen da noch donaten, Fipper? Oh, sehr, sehr viele gerade. Das muss echt ein bisschen schneller gehen. Das muss jetzt wirklich langsam ein bisschen schneller gehen. Hey, warum ist das jetzt so komisch bei PayPal, Alter? Man hat Karte drin, aber trotzdem will er jetzt mal eine Karte haben. Richtig weird. Was will er denn hier haben? Junge, er sagt irgendwie, meine Zahlungsmethode ist nicht richtig, wo sie das ist. Sag mal. Also ich weiß ja nicht so recht, ne? Aber das dauert mir irgendwie ein bisschen zu lange. Also Zeit ist Geld. Kommt er jetzt Bei ins. welcher Bank sind Sie? Kann ich vielleicht auch über Bank senden? Geht das vielleicht auch? Weil da wird es auf jeden Fall gehen. Banküberweisung dauert viel zu lange. Ansonsten lauf zur Tankstelle und hol eine PaySafeCard. Nee, ich habe keine Tankstelle bei mir in der Nähe. Fieber, was machen wir? Das ist Wie schwierig, gesagt, ich ne? kann euch ja auch dann noch einen Screenshot schicken, da ich es rausgesendet habe. Bei der Überweisung? Dann? Ja, yeah, genau dann. Fieber, was ist. Über Sparkasse oder so. Ich weiß ja nicht, was ihr seid. Sparkasse oder Volksbank. Ja, Sparkasse, genau. Ja, bin ich ja auch perfekt. Dann solltest du eigentlich direkt ankommen. Überweisen. Hast du denn vielleicht deine Dingsnummer für mich? PayPal wäre wirklich viel besser, damit wir das Geld direkt bekommen. Ja, wäre wirklich viel besser. Ja, ich weiß, Und damit wir aber das Geld auch bei PayPal ist irgendwie gerade meine Zahlungsmethode drin, aber geht nicht. FIPA Keine ist Ahnung warum. diesen Monat ein bisschen knapp bei Kasse, weil er seine Miete bezahlen musste und er wollte seiner Freundin noch eine neue Handtasche kaufen. FIPA, wolltest du. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt. Deswegen ist das ja schon ein bisschen
Wäre besser. Dann könnte der könnte direkt mit PayPal die Handtasche auf Amazon bezahlen. Weißt du? Kannst du auch vom Bankkonto dann auf PayPal machen. Aber das ist schwierig. Fieber, wann wollte deine Freundin die Handtasche? Morgen Mittag, ich muss die mit diesem, wie nennt man das, Fast Delivery kaufen, dass morgen da ist. Fieber kommt morgen Wird auch auch nicht mehr weg, verarschen. deswegen. Das ist scheiße. Da musst du irgendwie das rüberschicken lassen. Von Mama und Papa irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro. Das muss jetzt wirklich langsam schnell gehen. Wirklich, gleich wird es 15 Euro, wenn du so weitermachst. Nee, Jungs, aber ganz ehrlich, ne? Ich merke das gerade von euch auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall zu verarschen. Was meinst du? Wie gesagt, jetzt hat echt keine Lösung. Also, du hast uns verarscht, du willst uns gar kein Geld schicken? Hätte ich gemacht. Aber jetzt, nachdem ihr das die ganze Zeit so sagt, ne? Alter Fepa, Ich hab was sagt er jetzt. da? Alter Fepas Freundin, die trägt nur Handtasche von Gucci. Wie kannst du es wagen? Wie gesagt, Jungs, ich habe jetzt auch eure Stimme mit aufgenommen. Also, so von mir aus könnte ich jetzt auf jeden Fall auch zur Polizei gehen, Anzeige machen wegen, ja, ihr wisst schon. Ach, du willst zur Polizei gehen? Ja, wie gesagt, Jungs, nee, das kommt mir jetzt sau spanisch vor. Deswegen sagt mir, seid mir jetzt einfach ehrlich. Hör mal zu jetzt! Du Schrei spendest mich jetzt bitte 10 nicht, Euro du oder schreist mich verpisst jetzt dich nicht aus dem an. Server, ja? Du schreist mich jetzt bitte nicht an. Hast du mich gehört? Erstmal Flucht machen Du und dann hier auch schreist mich noch jetzt nicht Forderungen an. stellen. Polizei, ich zeig Dir dir rede ich jetzt das echt Polizei. gar nicht, Ich zeig dir weil jetzt Polizei. du schreist mich gerade an. Ist keine Lösung. Hör mal zu. Ich hab dir eine Chance gelassen, die 10 Euro zu bezahlen. Jetzt hast du Pech gehabt. Jetzt nehme ich kein Geld mehr an. Ich habe dir angeboten, für die Entbannung 10 Euro zu nehmen. Dann kannst du zur Polizei gehen, die lachen dich aus? Nee, eben Natürlich nicht. lachen dich aus. Ich bitte. Nein. Du bist doch nicht gezwungen. Nein. Du kaufst die Entbannung, kaufst du Trotzdem. nicht. Ist doch deine Wahl. Wenn du sie Trotzdem, kaufst, nee. ist selber schuld. Aber du, mein Bester, du hast gerade eine Straftat zugegeben, dass du uns aufgenommen hast. Das ist eine Hab ich das? Straftat. Wer Pippa, weiß? du hast es gerade selber zugegeben, dass du uns aufgenommen hast, ohne Hab unsere ich das? Ich Einwilligung. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ohne Kann ja vielleicht unsere auch, kann ja auch, Einwilligung kann hast ja du auch uns gelogen aufgenommen sein. und das Kann ja auch stellt gelogen eine sein. Straftat in Deutschland. Pippa, erklär's ihm. Pippa, erklär's ihm. Ja, dann wird hier ein Problem mit Karma. Du hast doch gerade gesagt, du hast uns aufgenommen. Hast du mich gefragt? Nee, oder? Kann ja vielleicht auch gelogen sein, weil Das man weiß kannst du es ja ja dem nicht. Richter dann erzählen, ne? Das werde ich direkt morgen meinem Anwalt weiterleiten. Dann werden wir mal Kannst du uns. machen, kannst du machen, kannst du machen. Dann können wir mal schauen, wie weit das Ja, Ganze kannst geht, du ja? machen, kannst du machen. Ich freue mich schon. Okay, dann machen wir das jetzt. Und jetzt verpiss dich, okay? Ich hab dir eine Chance gegeben. Du hast sie nicht angenommen. Bist du selber schuld. Soll ich dir doch was sagen? Mach doch. Bist du sicher? Ja, mach, komm. Was Bitte. geht, mein Messer? Ach du, das hast du ja. Troll mich doch bitte nicht, Mann. Troll mich doch bitte nicht, Mann. Alter. Digga, du kannst mich doch nicht so hops nehmen, Mann. Ey, Digga, Alter, Junge, du kannst mich doch nicht so hops nehmen. Ey, Junge, bitte. Bitte, Alter. Weißt du, ich schau die ganze Zeit so immer deine Videos, ne? Ich denk mir so, oha, Digga, ey, der nimmt so alle auseinander und so, weißt du? Ja, und dann einfach, Junge. Okay, Entschuldigung, Alter. Aber. Ist das in Ich Ordnung küsse auch für dein dich? Herz, Mann. Ich küsse auch dein Herz, Mann. Ist das in Ordnung, wenn das auf YouTube kommt? Ist das in Ordnung für Ja, dich? klar, Junge, ich freue mich so krass. Klar, Ja, Digga. du wirst natürlich im Button Ey, erwartet. Junge, ich habe euch aber auch ein bisschen ausgedrückt, oder? Soll ich dir mal zeigen, was ich ihm gerade geschrieben, was ich gerade dir geschrieben habe? Lieber, kannst du mal von den letzten zwei, kannst du mal von den letzten die Nachrichten, die ich dir geschickt habe, eine Bildschirmübertragung machen und uns kurz ihm zeigen? Nee, aber war das denn jetzt wirklich, Philippe, was ich da gemacht habe? Nein, das war alles Scheißgelaber, Junge. Nein. Du hast schön Stimmverzerrer dran, du 31er. Schau mal, was ich ihm geschrieben habe. Ich habe ihm geschrieben, lass ihn schicken, ich gebe ihm gleich 20 zurück. Hättest du mir 10 geschickt, hätte ich das aufgelöst und ich hätte 20 geschickt. Boah, Abo. Da hast du den Ja, wie Zähler gesagt. leider durch die Lappen gehen Ja, lassen. Mann. Ja, aber wie gesagt, ging halt wirklich nicht. Ging halt wirklich nicht auf PayPal. Digga, du hast mich so hops genommen, ne? Wolltest Alter, du wirklich Digga. 10 Euro überweisen? Hätte ich wirklich gemacht, glaube ich. Sag Alter, ich dir warum so, wie es machst du ist. das, Alter? Warum machst du Weiß das? ich nicht, weiß ich nicht. Verzweifelt, weil der Server so viel Zeit eingesteckt hat und du wolltest unbedingt auf dem Server Ja. weiterspielen. Ja, wie gesagt, weil ich halt schon eine Verbindung aufgebaut habe mit den Servern Ja, und so, weißt du? das Es nutzen ist halt so, ne? viele Projekte aus, Digga, du ne? hast mich so gef***, Alter, du hast mich so gef***, Mann. Ja, wir machen Alter, jetzt du fickst. weiter. Wir machen jetzt weiter mit deinem Kollegen. Dein Kollege hat nämlich, ist nämlich ein Cheater. Nein, bitte, ey, lass mich drin, ich will dazu und ich will Du dazu und weißt ich es, stumm ne? mich Er auch, ist ich stumm Cheater. mich auch. Sei ehrlich, er ist Cheater, ne? Ja, okay, komm, Sag's, er ist Cheater, ne? Ja, er schiebt, er schiebt. Ja, ich hab einen Clip, Beweisclip. Hol mir Ja, rein, komm. Flipper. So, mein Bester. Warte, ich komm jetzt, warte, ich geh kurz. Hallo, du kleiner, drei Käse hoch. So, bin ich jetzt auch. So. Das Problem ist, dass ich angeblich morde, oder? Du mordest, das ist eindeutig. Wir haben auch Nein, nicht. das ist, erstens ist es nicht eindeutig, weil ich habe heute noch eine PC-Kontrolle gemacht, da wurde alles Deine gecheckt. PC-Kontrolle ist mir scheißegal. Ich habe einen Beweis und ein Freund hat auch gerade bestätigt, dass du ein Cheater bist. So, hier, schau. Ey, ja. Ich bin im No-Clip, ja? Wo spielst du?
Du schießt sie auf mich? Das bin ich nicht. Wer ist das denn? Ich schwöre, ich bin das nicht. Wer ist das denn? Ich weiß nicht. Ich hoffe, meine Mutter, ich bin das nicht. Pippa, wer ist das? Ist das der Falsche? Ich schwöre, ich bin das nicht. Ich kann mich sogar zeigen. Komm mal rein, Tana. Komm rein in mein Stream. Wie erklärst du denn das hier? Sogar dein Discord hier, der halb verknüpft ist. Du hast mich getötet. Ich bin auf Handy. Ich kann halt gerade nicht mehr online. Das, ich schätze, sonst beweise ich es. Guck mal, im Clip siehst du 2.38 Uhr. Da hast du mich getötet. Das ist dein Discord-Account. Ah, okay. Aber ich bin das nicht. Ich kann mich. Ich würde jetzt sehr gerne zeigen, wie ich aussehe, aber ich bin das nicht. Du hast das über IT geredet. Wir haben es so gehört. Aber ich bin das nicht. Ich kann das doch zeigen. Ich war heute doch bei PD. Weißt du so? Könntest du das mal bitte noch merken? Ich habe eine Mütze an. Hallo. Und guck mal den Clip an hier. Schau mal. Ich bin hier im No-Clip. Du schießt auf meinen Kopf. Hier ist der erste Schuss. Der zweite Schuss geht direkt zu dem zweiten auf den Kopf. Wie kannst du so schnell den hoch und runter? Das bin ich aber nicht. Ich hab kein Bandana. Ja, gut, komm, macht keinen Sinn. Kannst du nicht meinen Skin sehen? Okay, also dann mach eine Bildschirmübertragung und geh mal ins Spiel rein. Ich kann nicht online, ich schwöre sogar. Oh, könnt ihr nicht mal Lux meine Gesicht sehen oder so? Letzte Chance, gib zu, dann können wir vielleicht wegsehen. Nein, ich kann. Was soll ich da zugeben? Ich schwöre, ich morde nicht. Wie war das denn bannen? Ja. Ja, wenn ihr mich bannt, dann bannt, aber ich schwöre, das ist ungerecht. Oh, verdammt, scheiß drauf. Das war der eine wie ein Prozent, ne? Ja. Oka, war das dein Freund? Ja. Das war zwar nicht mein Freund, aber. Der hier war mit dir, ne? 100%? Ja. Ja. Ja, doch. Ja, warum sagt er das plötzlich, dass er sich ist, ne? Ja, es ist. Woher weißt du, dass er cheatet? Hat er das gesagt? Nein, der cheatet eigentlich nicht. Natürlich cheatet der. Meinst du wirklich? Ich hab dir gerade einen Clip gezeigt. Ja, zeig nochmal, bro. Ey, wir meinen das gerade ernst, Elber Orga, ne? Ich meine das ernst, du Idiot. Gemordet, ja, komm, Felix, zeig nochmal. Komm, Felix, zeig nochmal, bro. Der wurde gerade wirklich gebannt, du Idiot. Der wurde wirklich gebannt. Zeig mal bitte. Der Troll ist zu Ende. Ich schwöre es dir, der ist gerade zu Ende. Zeig mal bitte, das will ich sehen. Der Troll ist zu Ende. Es geht dir gar nicht um. Also der Troll bestand darin, erstmal dich zu verarschen und den anderen wegen Cheaten zu bannen zu lassen. Das war der Plan. Und der wurde den Namen nach hinten verschoben. Du denkst, wir machen bei dem auch Trolling oder was? Ja. Nein, das ist ernst gerade. Schau mal hier. Nein, du lachst doch noch schön. Geil. Schau mal hier. Er zieht seine Waffe, ne? Ja. Und ist er direkt drauf, ne? Eine Rolle. Guck mal, der erste ist er direkt drauf, ne? Geht nach oben, in meinen Kopf. Und in seinen Kopf. Ist der zweite Schuss. Ich bin auch tot. Oh, okay. Oh, Alter. Das geht nicht, dass er zwei Schüsse Das geht ein, nicht, nein. Okay, einmal nach okay. Oben dann. Auf meinen Kopf und einmal in Fepas Kopf hintereinander. Die zwei Schüsse yeah. zu treffen, das ist unmöglich. Oh. Tamam, vielleicht mich, ja? Mit Zufall? Mit Glück aber, vielleicht, ja. Hey, warum? Jetzt hat er nochmal reinvisiert und dann ging der Schuss nach oben, genau. Ja. Alter. Das ist unmöglich, dass er einmal hier hin aimt und einmal nach oben. Das ist unmöglich. Also klar, wenn er jetzt online gekommen wäre, seinen Ordner gezeigt hätte und das dann da nicht drin wäre, dann natürlich ja. Guck, hier bin ich gestorben. Erster Schuss. Ja. Zweiter Schuss ist Feber gestorben. Das ist Alter. Unmöglich, dass er ja. einmal mich tritt und einmal Feber. Siehst du, das war auch zum Beispiel einmal auch bei der Westenroute. Da waren wir nämlich, er und ich. Er hat nämlich die Orgas, da wollte er da... quasi, ne? Ich zieh meine Waffe raus, er beschützt sein Leben, ich zieh auch direkt Waffe raus und steckt auf meinen Kopf und hat dann die Dame noch umgeschossen. Er hat dich auch auswendig getötet? Ja, er hat mich auch etwas so getötet, ja. Ohne Schutzkoll. Er hat Aimlock, dass der auf die Köpfe naja. Aimt und der hat hier aus Versehen auf mich geaimt. Dann hau rein, ja?